Gewalt fährt nicht mit. Die große Motorrad-Demo für Toleranz und ein friedliches Miteinander. Meinung, man muss mal zeigen, dass nicht jeder, der schwarze Sachen anhat und was Böses will, einfach nur Motorrad fährt. Wir freuen uns. Wir freuen uns, bei dem schönen Wetter dabei sein zu können. Na klar. Ich bin aus Leidenschaft Motorradfahrer und deswegen finde ich die Aktion sowieso schon mal schön, sich miteinander zu treffen, zusammen Motorrad zu fahren. Und dann ist das Motto, Gewalt fährt nicht mit. Da ich sowieso Pazifist bin, total schön. Losgeht, aber ein bisschen Aufregung ist dabei. Einen wunderschönen guten Tag, Berlin. Seid ihr alle gut drauf? Wir haben viel Blut und Schweiß in den letzten Wochen geopfert, um gemeinsam mit euch ein Zeichen zu setzen. Wir können ein Problem nur lösen, wenn wir es erkennen und wenn wir darüber reden. Und deshalb ist diese Veranstaltung so ungemein wichtig. Und ich denke, sie trägt dazu bei, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Durch die Gemeinschaft hier können wir einfach zeigen, Gewalt fährt nicht mit. Wir sind friedliche Motorradfahrer, wir haben ein gutes Image verdient. Wollen wir losfahren? Das ist jetzt der offizielle Startsignal. Jetzt alle zu euren Bitten und es geht gleich los. Veranstaltung. Die Teilnehmerzahl hat sich vervierfacht im Gegensatz zum letzten Jahr. Ich war das erste Mal dabei und ich hatte Gänsehaut. Das war total schön und das war, kann man eigentlich nicht beschreiben. Coole Nummer. Wenn die da ist, komme ich wieder. Ich freue mich schon auf unsere nächsten Fahrt im nächsten Jahr. Werden wir sicherlich nochmal unterstützen. In diesem Sinne, rock on! Gewalt fährt nicht mit. Die große Motorrad-Demo. Stop.